Hallo und herzlich willkommen im Wald. Wir machen weiter mit der Forstgeschichte bzw. mit den historischen Waldnutzungsformen und diesmal mit der Streunutzung. Die ist böse. Denn, wie ich letztes Mal schon so ein bisschen gespoilert hatte, die Waldweide, die war schon nicht gut, aber die hätte wahrscheinlich, wenn es nur bei der Waldweide geblieben wäre, keinen allzu großen Schaden angerichtet. Gut, natürlich längst nicht, aber halt auch keine große Katastrophe. Beziehungsweise, was nochmal der springende Punkt ist, ein dauerndes Wegfressen der Vegetation im Wald. Gut, dann kommt halt schlimmstenfalls die nächste Baumgeneration später hoch. Aber wenn du damit aufhörst, die Waldweide einstellst, dann geht das 2, 3, 4 Jahrzehnte, vielleicht schlimmstenfalls, und dann ist das auch wieder in Ordnung. Also dann ist der Schaden so weit behoben, dass da wieder eine normale Verjüngung im Wald eben entsprechend steht. Auch die Bodenverwundungen durch die Hufe der Tiere, gut, die werden vielleicht ein bisschen länger brauchen, je nachdem wie viel Viecher das gewesen sind, wie schwer die Viecher gewesen sind und ob sie auch Bodenverdichtung eben erzeugt haben mit ihren Hufen oder nur eben dauernd die Humusschicht quasi verletzt, dass da dann die Schichtung des Bodens sozusagen durcheinander gekommen ist, dass sie also unfreiwillig ein bisschen gepflügt haben, wenn man so sagen möchte. Das hätte dann schon ein bisschen längerfristige Konsequenzen, aber auch da muss man sagen, so nach 30, 40, 50 Jahren hätte sich das größtenteils wieder erledigt gehabt. Ne? So, und jetzt kommen wir ja zur Waldstreunutzung. Und der springende Punkt ist der, um auch das gleich mal von vornherein zu sagen, die hat unsere Böden derart nachhaltig ausgelaugt, gerade auf armen Standorten. Prominentes Beispiel für einen armen Standort, wo die menschliche Nutzung diesen mittlerweile wahnsinnig ausgelaugt hat, auch wenn es da in diesem Fall keine Waldstreunutzung gewesen ist, aber es ist ein Beispiel, das die meisten von uns eben kennen, ist die Lüneburger Heide. Ja? Da hat man statt Streu ja Heidekraut eben entsprechend genutzt, hat das Heidekraut dann entweder runtergebrannt und das Verbrannte dann in den Stall gepackt oder hat es eben entsprechend runtergeschnitten und das dann eben entsprechend in den Stall gepackt. Und hat das immer wieder gemacht und immer wieder. Und jedes Mal hat man damit quasi sämtliche Nährstoffe, die da ohnehin an dieser Stelle schon miese Boden zur Verfügung gestellt hat, wieder rausgenommen aus dem System, ja, raus aus der Heide und rein in den Stall. Und das Resultat war dann, dass man es eben als Einstreu für den Stall genutzt hat, dass natürlich sämtliche Stalltiere drauf gemacht haben. Ne? Und das wiederum, diesen Mix aus Heidekraut plus Dung, hat man dann aufs Feld gepackt, um das halt eben entsprechend als Dünger zu nutzen. Gemessen also an der Gesamtfläche der Lüneburger Heide hat man mit dem kompletten Angebot an Heidekraut lediglich ein ganz paar Felder für diese paar Heidedörfer, die es zum größten Teil noch gibt, eben entsprechend betreiben können. Wird ja auch bis heute gemacht, finde ich auch gut, mindestens eben um zu zeigen, dass es gegangen ist und mindestens um das einfach wach zu halten, wie man das damals gemacht hat, um eben auch das Ganze kritisch hinterfragen zu können. Und deswegen in kleinen Mengen, einfach als Relikt historischer Landnutzung, halte ich das für eine ganz wichtige Sache. Ja? Aber dieses Prinzip, dass man woanders die nährstoffreichen Pflanzen abrasiert, um sie dann bei sich nochmal angereichert, eben mit dem Dung der Viecher, nachdem man sie natürlich auch den Viechern verfüttern konnte, gerade wenn Schafe gewesen sind, und das sind ja Schafe gewesen im Fall der Lüneburger Heide. Und nagelt mich jetzt bitte nicht auf der Lüneburger Heide allzu sehr fest. Ne? Das ist jetzt eine ganz grobe Wiedergabe dessen, wie das System da funktioniert hat. Die Heidewirtschaft, das ist an sich schon nochmal ein bisschen komplexer. Buchweizen, ne? Zum Beispiel eben als Zwischenfrucht auch bei den Feldern, wenn sie dann mal nicht mehr so ertragreich gewesen sind, hat man noch ein Jahr Buchweizen, dann nochmal ein Jahr Brache, irgendwie so. Aber ist auch nicht so wichtig. Jedenfalls nur mal so als Beispiel für einen sehr, sehr degradierten Boden. Und warum ist der so degradiert? Beziehungsweise was kann man jetzt da finden, wenn man ein schönes Loch in der Lüneburger Heide buddelt, einen Heidepotzol. Und der besteht, nachdem da eine Humusschicht drauf liegt, ja, relativ dickes Paket, je nachdem, was da für ein Wald draufsteht, sofern wir überhaupt noch Wald haben, ja, aber nehmen wir jetzt mal an, wir hätten einen Kiefernwald in der Lüneburger Heide oder einen Birkenwald. Wir nehmen den Kiefernwald. Da haben wir ein dickes Paket Kiefernadeln obendrauf, Kiefernstreu. Dann kommt ein bisschen
Boden mit so ein bisschen organischer Substanz eingetragen und danach eben dieser nährstofffreie Boden. So eine Schicht, die sehr weiß ist. Ich habe dazu ein Foto, ich blende euch das mal ein. Und diese weiße Ascheschicht nennt man sie auch. Das ist eben auch Podzol, das ist aus dem Russischen kommt, für Ascheboden. Und ja, da ist quasi nichts drin. Und das ist dann ein Problem, ein gewaltiges Problem, wenn man da mit Nutzpflanzen arbeiten möchte. Denn die Nutzpflanzen haben ja im Regelfall keine Wurzel, die wahnsinnig tief reicht und die kommen dann durch diese eben entsprechende Ascheschicht, das ist keine Asche, ja, aber im übertragenen Sinne, kommen die gar nicht durch, weiter runter, bis dahin, wo dann wieder die Nährstoffe sind. Aber was wir dann halt auch bei so einer wirklich krassen Übernutzung der Böden und Degradierung der Böden halt haben, Degenerierung? Devastierung? Ich sag mal Devastierung. was wir dann halt bekommen, ist auch ein Ausfall von Eisen. Also sprich, Eisen löst sich aus dem normalen Bodenverband und konkretisiert sich aus. Das ist jetzt tatsächlich der Fachbegriff Eisenkonkretionen. Das Eisen wird sozusagen konkret. Und was macht Eisen, wenn es konkret wird? Naja, es ist ein großer Eisenklotz im Grunde. Und das kann dann so weit gehen, dass wir eine sogenannte Ortsteinbildung bekommen. Das bedeutet, im Boden durch Bodenversauerung und durch ständigen Nährstoffaustrag aus dem Boden wird der pH-Wert immer mieser, also immer saurer. Und wir bekommen dann irgendwann tatsächlich sich ausfällendes Eisen. Und dann haben wir im Endeffekt eine Schicht Eisen im Boden und da kommt keine Wurzel mehr durch. Ja? Das ist klar, das ist dann wirklich eine Rüstung, wenn man so möchte. Darunter wären dann durchaus noch Nährstoffe zu finden, beziehungsweise in dieser Schicht selber auch. Aber damit kommt im Regelfall keine Pflanze klar, bis auf so ein ganz paar Superspezialisten, die da vielleicht noch Möglichkeiten haben. Aber das wird dann schon sehr ernst. So, und das erzähle ich deswegen, weil die Nährstoffe, die auf so einem Heidepotzol noch vorhanden sind, das sind tatsächlich die, die in der Streu, also wieder die oberste Abteilung, die Fichtenstreu, die alten verrottenden Kiefernnadeln, selbstverständlich, wir wollten ja Kiefernwald nehmen, die da oben drauf liegen, da sitzen noch die Nährstoffe drin. Nur da. Ja, weil an das, was unten ist, kommt keine Nutzpflanze mehr. An das, was da oben drauf ist, das ist noch ein bisschen was zu was gut. So, und jetzt stellt euch mal vor, wir leben im Jahre 1750 und zwar gibt es jetzt Stallnutzung und es gibt auch schon die Kartoffel, um die Kartoffel nicht zu vergessen. Ich erwähne jetzt die Kartoffel in jedem dieser Videos mindestens einmal, damit sich die Kartoffel so ein bisschen als roter Faden... Also dank der Kartoffel unter anderem war ja jetzt Stallnutzung möglich. Und das Problem war allerdings, dass die Menge an Weidefläche für das Vieh, das ja dann im Stall überwintern sollte und im Stall auch mal bleiben sollte, damit auch eben genügend Dünger auf die Einstreu im Stall fällt, also sprich Scheiße vom Vieh, damit man das dann wieder aufs Fell packen kann, sollte das Vieh ja eben gerade auch im Winter im Stall bleiben. Also so eine Win-Win-Situation. Das Vieh ist sicher und es produziert Dünger. Und jetzt brauchte man aber halt eben auch diese Einstreu und auch ein bisschen was zum Füttern. Und da die Weidefläche nach wie vor eher gering gewesen ist und es nach wie vor durchaus noch relativ viel Wald gegeben hat oder zumindest der recht nutzlos erschienen sein muss, hat man halt eben beschlossen, ja gut, dann holen wir doch die Streu, also diese Kiefernadeln, die jetzt zum Beispiel auf unserem Heideputz so liegen, einfach aus dem Wald und schmeißen sie bei uns in den Stall. Oder, je nachdem, wenn das bessere Streu ist, können wir sie auch direkt aufs Feld schmeißen als Dünger. Also jetzt zum Beispiel was im Auwald. Was man im Auwald zusammenkratzt vom Boden, die ganzen verdorrten Blätter, die ganze dann auch weiter verrottete, ziemlich schwarze Substanz. Hier, das da, ich bin ja im Wald, das ist Humus. Ne? Das wäre entsprechend Streu. Gerade auch dieses fein zersetztere Material in der Mitte. Wir zoomen es mal ran. Die Kamera will irgendwie nicht auf den Humus scharf stellen, sondern auf mein Gesicht. Dumme Kamera. Humus ist doch viel interessanter. Ne? Also dieses da, das ist an sich wirklich super nährstoffreich und das kann man auf jedem guten landwirtschaftlichen nutzbaren Acker durchaus als Dünger verwenden. Das Blöde ist nur,
das baut der Wald halt nicht in einem Jahr einfach nach. Also wenn man jedes Jahr hingeht und ihm das hier rauszieht mit dem Rechen, sämtliches Laub, was hier jetzt auf dem Boden liegt, eben zusammenrecht, plus eben noch die verrotteten Laubschichten der Vorjahre, das alles zusammenrecht und das alles bei sich in den Stall schmeißt, dann fehlt es halt irgendwann im Wald. Und das kann man in ein paar Jahre machen. Oder nicht nur in den Stall, sondern halt auch gerne auf dem Acker, direkt das Dünger. Ne? Das Dumme ist nur, gerade wenn wir es mit einem armen Boden zu tun haben, wie eben dem besagten Heidepotzol, dann nehmen wir dem nahezu sämtliche Nährstoffe weg. Da reicht es einmal, die Streu runterzuholen. Du hast für Jahrzehnte ein Nährstoffdefizit. Und die Bäume, die da draufstehen, gerade wenn es Bäume sind, die überleben das natürlich schon noch eine Weile. Die werden kümmerlicher sein, die werden weniger wachsen, die werden vielleicht auch Krankheiten bekommen, ihre Abwehrkraft wird nachlassen. Wenn man das aber ständig macht, dauernd immer wieder die Streu runterholt und dem Wald quasi keine Chance gibt, diese nährstoffreiche, wichtige Schicht für sämtliche Pflanzen und auch Bodenlebewesen selbstverständlich, wichtige Schicht immer wieder rausholt, dann ist da irgendwann gar nichts mehr da an Nährstoffen. Ich bringe an dieser Stelle gerne mal, wenn wir über dieses Thema sprechen, das Beispiel mit den Tropen. Ganz kurz, tropischer Regenwald ist deshalb so fruchtbar, weil er uralt ist und weil sich auf den sehr, sehr, sehr alten Böden, die da haben, deswegen ist der Wald auch so alt, weil der Boden an sich super alt ist. Das sind wahnsinnig alte Landmassen, die seit ewigen Zeiten nicht unter der Erde gewesen sind. Also, ne? Subduktion, der Kontinent, der unter den anderen Kontinent runter und dann wieder aufgemagmat wird und dann irgendwo anders per Vulkan wieder hochblubbert oder so Späße. Das ist da ewig nicht passiert in den Tropen. Das sind also ganz alte Landmassen. Dementsprechend alt sind auch die Böden und je älter ein Boden ist, bis er halt mal wieder neu hochblubbert, weil er mal gerade irgendwo wieder verschwunden ist im Erdinneren und dann mit neuen Stoffen aus dem Erdinneren angereichert wurde, dann sind da wieder sämtliche Elemente, die der Boden zu bieten hat, auch wieder drin, wenn frische Magma hochkommt. Deswegen sind ja auch Vulkanascheböden so fruchtbar. Wer das mitbekommen hat, wenn mal irgendwo ein Vulkan ausbricht, immer super fruchtbarer Boden hinterher, die Vulkanasche und so weiter. Aber eben genau das ist ewig nicht passiert in den Tropen. Was die aber dafür haben, ist Zeit. Und das Ökosystem dort hatte aufgrund des Faktors Zeit einfach die Möglichkeit, sich auf das Fehlen neuer Ressourcen, die aus dem Boden nachgeliefert werden, anzupassen. Und das funktioniert so, dass sämtliche Nährstoffe, die im Kreislauf sind, im tropischen Regenwald, in der Humusschicht stecken. Ja? Und deswegen funktioniert auch Brandrodung so super, weil wenn man da dann nämlich alles runterbrennt und die Humusschicht so ein bisschen mit verbrennt, dann wird die zu einer unglaublich nährstoffreichen Asche. Dazu sind super warme Temperaturen, 20 Grad jeden Tag, alle Tage im Jahr, jedes Mal 12 Stunden hell. Ganz wunderbare Bedingungen, Wachstumsbedingungen für sämtliche Pflanzen. Regnen tut es bisher auch noch ganz häufig, bisher wohlgemerkt. Und ja, toll, ne? Da kannst du also quasi an Nutzpflanze anpflanzen, was du möchtest und die wächst dann wie Sau. Und das ist natürlich sehr lukrativ, wissen wir alle. Das Dumme ist nur, wenn dann diese Humusschicht einmal weg ist und man dieses Kreislaufsystem, das der Regenwald über Jahrmillionen etabliert hat, stört, dann sind die Nährstoffe irgendwann weg und dann wächst da gar nichts mehr. Deswegen kann man auch nicht einfach hingehen, nicht einfach. Es geht zu gewissen Grad, zum ganz gewissen Grad und so ganz rudimentär geht schon, aber es ist saumäßig schwierig, da wieder aufzuforsten. Da kann man nicht einfach hingehen, okay, hier war jetzt Brandrodung, hier war jetzt von mir aus Palmölnutzung, Soja, irgendwie sowas. Und hinterher, wenn die wieder weggezogen sind, weil es nicht mehr fruchtbar genug ist, einfach neue Bäumchen hinpflanzen und das wächst dann sofort wieder hoch. So einfach ist es halt nicht, weil dann die Nährstoffe weg sind. Und das wird wahrscheinlich Jahrhunderte mindestens dauern, bis sich auf so einer wieder aufgeforsteten Fläche wieder ein funktionierender Regenwald, wie er vorher da gewesen ist, etabliert hat. Und mit Jahrhunderten meine ich mindestens 3, eher 6, vielleicht auch noch viel länger. Das ist sowieso die Frage, inwieweit wir weiterhin in den Tropen ein derart stabiles Klima bekommen haben werden, wie es da bisher geherrscht hat. Und weshalb das dann nochmal eben fragwürdiger ist, ob sich überhaupt über so einen langen Zeitraum da wieder ein so stabiles System etablieren kann. Ich glaube nicht dran. Naja, gut. Das also nur zum Stellenwert, dass man sich mal klar macht, wie wichtig an einem Boden, an der Bodenfruchtbarkeit eigentlich diese Streu hier ist. Und gerade eben in Wäldern steckt da die Hälfte, je nach Waldstandort, an den wertvollen, wichtigen Nährstoffen so ungefähr drin, die im Boden gelöst sind.
Hat man jetzt eine gute Streu auf einem guten Boden, dann kann man da schon oft die Streu rausholen. Also als Mensch, ne? Da kann man oft zusammenrechnen und da rausholen. Der gute Boden liefert die Nährstoffe nach. Dann rächt man es wieder zusammen und holt es raus. Und der gute Boden liefert die Nährstoffe nach. Und das funktioniert viele, viele, viele Jahrzehnte, vielleicht sogar Jahrhunderte, je nachdem, wie gut der Boden ist. Das Dumme ist nur, wir haben nicht nur guten Boden. Ne? Zwar ist der Boden in Deutschland international gesehen eigentlich ein sehr fruchtbarer, so generell Durchschnittsboden deutschlandweit, vergleichsweise gut. Wir haben auch viele Hochleistungsböden und gerade auf denen hat man aber keine Streunutzung betrieben, weil die waren schon zur damaligen Zeit, also 1750 ist jetzt noch nicht so lange her, selbstverständlich schon längst in landwirtschaftlicher Nutzung. Das hat also keine Rolle gespielt. Was übrig war, waren ja nur noch die Wälder auf den Böden, die man gar nicht landwirtschaftlich hätte nutzen können. Deswegen waren da ja noch Wälder, ne? Hätte keinen guten Acker abgegeben. Und gerade auf diesen nun nicht besonders nährstoffreichen Böden ist man hin, spätestens ab 1750, spätestens, bei manchen Bauern auch vorher, die haben das vorher schon rausgefunden. Es ist immer so ein bisschen ein Problem. Wenn man Waldgeschichte macht und eher Förster ist, dann ist der Bauer historisch betrachtet so ein bisschen der Erbfeind, wenn man so will, ja. Selbstverständlich will ich nicht sagen, dass ein Landwirt in irgendeiner Form irgendwas Schlechtes ist. Wir würden verhungern ohne die Landwirtschaft, das sollte jedem klar sein. Und wenn ich jetzt ein bisschen auf die Bauern schimpfe, aus historischer Sicht, dann ist das halt nun mal die Sichtweise aus Sicht der Forstwirtschaft. Selbstverständlich war das für die Landwirtschaft damals absolut notwendig, aber dazu kommen wir gleich noch. Und eigentlich kann man da niemanden im Vorwurf machen. Das ist das Gleiche mit dem kleinen Bauer in Papua-Neuguinea, der eben seinen Wald rodet, damit er da irgendwie mit Geld verdienen kann, um seine Familie zu ernähren. Das kann man wirklich niemandem vorwerfen, also jedenfalls nicht guten Gewissens, dass er halt letztendlich alles tut, damit seine Familie nicht verhungert. Würde ich schlimmstenfalls vielleicht auch machen. Weiß ich nicht. Ich werde wohl kaum in die Lage kommen, dass ich irgendwelche Wälder roden muss, damit es was zu essen gibt. Aber im Zweifel. So, jedenfalls. Worauf wollte ich hinaus? Genau, 1750, spätestens da, ging es los, dass man es als selbstverständlich angesehen hat, auch auf Seiten der Politik, dass das komplette Dorf, gerade bei so kleinen, ein bisschen abgelegeneren Dörfern, auch hier bei uns im Murgtal zum Beispiel, mit Karren und Wagen und Rechen entsprechend einmal im Herbst, mehrere Tage dann auch meistens, in den Wald gezogen ist und da an Streu rausgeholt hat, was geht. Ne? Was die Bäume runtergeschmissen haben, wann immer es entsprechend kahl geworden ist im Winter, bzw. Ende Herbst, ist man raus und hat sich rausgeholt, was geht. Und das war ganz normal. Und jetzt muss ich mal kurz überlegen, was ich noch erzählen will. Ja, jetzt habe ich ja bisher meistens größtenteils über die ökologischen Konsequenzen geredet und das ein bisschen erklärt. Aber jetzt gehen wir mal in die Historie. Also, 30-jähriger Krieg. Danach war logischerweise generell die Landschaft ziemlich verwüstet. Die Leute waren arm, die Leute hatten nichts zu essen, die Leute hatten, wenn sie Glück hatten, gerade noch ein bisschen Vieh. Was sie mit Sicherheit nicht hatten, war Dünger und sie mussten wirklich gucken, wie sie klargekommen sind. Und zu dieser Zeit, also aus der Not geboren, sind dann schlaue Leute, muss man sagen. Das war ja intelligent, ja? Kann man nicht sagen, dass das dumm gewesen wäre oder sonst wie. Und über Nachhaltigkeit hat sich halt da kein Mensch gekümmert, weil man war am Verhungern. Sind sie auf die Idee gekommen, eben die Streu aus dem Wald bei sich aufs Feld zu kippen, beziehungsweise den Viechern auch zu fressen zu geben als Futter. Das geht bis zu einem gewissen Grad, kann man Streu, gerade frische Laubstreu, wenn man sie direkt beim Runterfallen im Herbst zusammensammelt, dann kann man das noch so ein bisschen zu einem gewissen Grad dem Vieh verfüttern. Lecker ist das nicht und die werden nicht begeistert sein, aber es kann halt den Unterschied machen, ob sie den Winter überleben oder eben nicht. Und ja, das hat man halt da eben angefangen. Dann wurden die Verhältnisse wieder besser, nachdem der 30-jährige Krieg rum war. Auch in der Zeit direkt nach dem Krieg hat die Streunutzung nie großartig viel stattgefunden. Das war so für einzelne Höfe wirklich ganz weit draußen, die da halt so ein bisschen mit angefangen haben. Es war also noch kein Trend sozusagen. Aber als dann eben entsprechend es der Wirtschaft wieder besser ging, ja, die Viehnutzung, es der Viehnutzung besser ging
und man einfach deutlich mehr Herden gehalten hat, auch anfing mit Weidehaltung. Es war eine Frage in einem der letzten Videos, ja, was ist denn da mit der Weide? Heutzutage gibt es doch so viel Grünfläche, die gar nicht als Acker genutzt wird, sondern nur als Weide, beziehungsweise potenzielles Weideland genutzt werden könnte. Manche Grünfläche wird auch gar nicht wirklich genutzt. Letzteres ist natürlich angesichts der Tatsache, dass wir stattdessen lieber Nahrungsmittel aus dem Ausland importieren, ein bisschen fragwürdig und seltsam. Es gibt dafür meistens gute Gründe, die man dann im Detail schon versteht, wenn man sich damit auseinandersetzt. Aber wenn es anders wäre, wäre es vielleicht auch mal ganz gut. Ne? Aber das will ich gar nicht so sehr vertiefen, sondern mehr auf die Frage eingehen, ja, was ist denn damals gewesen mit der Weidefläche? Das war noch Wald. Ja? Die Waldfläche ist eben bis 1850, spätestens bis da, wirklich so kontinuierlich runtergegangen. Und 1700 ging es los, dass die wirklich massiv abgenommen hat, dass man eigentlich bis 1700 nur unterscheiden konnte, landwirtschaftliche Nutzfläche, aber wirklich Felder, dann natürlich Städte, Infrastruktur, Wege, Straßen und so weiter. Straßen meint Pferdekutschenwagen, Weg natürlich. Sowas in der Richtung. Oder halt eben Wald. Na? Also so einen richtigen Weideacker hat es nur dann gegeben, wenn ein Feld gerade nicht so wirtschaftlich genutzt worden ist. Zumindest größtenteils. Es wird auch einzelne Viehweiden gegeben haben, weil ist man auch schon auf die Idee gekommen, kleinräumig, dass hier der Boden zu arm ist, um dann nennenswert Nahrungsmittel anzupflanzen. Dann machen wir da halt eben nur Viehfutter. Aber das hat halt nicht gereicht. Die Bevölkerung ist weiter angewachsen. Kurzfristig war dann auf einmal plötzlich kein Platz mehr, um das Vieh satt zu bekommen und dementsprechend gerade auch das Problem mit der Winterfütterung jetzt, ne? Weil jetzt hat man ja die Stallhaltung gehabt, dank der Kartoffel, und jetzt musste das Vieh natürlich durch den Winter gebracht werden, indem es gefüttert wird, regelmäßig. Und das Futter musste ja irgendwie eingebracht werden. Das ist ja heute noch das Problem, dass die Bauern klagen, wenn sie sich nicht genug Heu holen können, um ihr Vieh vernünftig durch den Winter zu kriegen. War zuletzt 2018 durchaus kritisch. Und da wurde es dann eng. Was nämlich noch erschwerend dazu kam, man hat auch viele Ackerflächen in Anführungszeichen oder landwirtschaftliche Nutzflächen gar nicht mehr genutzt, um Nahrungsmittel oder Viehfutter zu produzieren, sondern da kamen jetzt noch ganz andere Wirtschaftszweige dazu, namentlich nämlich neben Futter eben auch Handelsgewächse. Kartoffeln, das geht ja noch, ne? Aber das Problem, anders als Weizen zum Beispiel oder Gerste oder sonst irgendein Getreide, eine Kartoffel, da hast du zwar die Kartoffeln, aber du hast hinterher kein Stroh und kein Heu für die Viecher. Bei Getreide hast du schon hinterher Heu für die Viecher. Das ist also schon nochmal so eine Möglichkeit der Nebennutzung, was man auch in dem Zeug noch so machen kann. Tabak hat man viel angebaut, Hopfen hat man jetzt vermehrt ganz viel angebaut und beides ist für das Vieh völlig nutzlos und war eigentlich nur zum Geldverdienen da und da hat man auch gut Geld verdient, aber was sollte man dann den Viechern füttern? Und deswegen ging halt der Bedarf nach alternativer Stalleidenstreu, wo die Nährstoffe drauf fallen, was man hinterher aufs Feld schmeißt, ja, Düngeproduktion und so weiter, auch einfach die größere, die immer effektivere Landwirtschaft, immer mehr Felder, die viel Nährstoffe brauchen, beispielsweise der Hopfen und der Tabak und so weiter, die haben natürlich auch immer mehr Einstreu benötigt, immer mehr Dünger und man musste also wirklich gucken, dass man klargekommen ist. Und der Bedarf ging also hoch, ergo hat man irgendwann, auch aus Seiten der Politik, nachdem die Politik damals rausgefunden hat, ja, es gibt da ja so ein paar Bauern, die machen doch Waldstreunutzung, das ist doch eine gute Idee. Dann machen wir doch jetzt mal was Gutes für unsere Landwirte. Also aus damaliger Sicht Bauern, ich denke, den Begriff darf man nach wie vor verwenden, auch wenn er für manche Leute eher ein Schimpfwort ist, was ich nicht nachvollziehen kann, aber ich sage das jetzt trotzdem. Tun wir denen einen Gefallen und erlauben jetzt so generell deutschlandweit grundsätzlich, weil das ist ja nicht weiter schlimm und davon haben wir ja genug, das ist ja eine unerschöpfliche Ressource, dachte man, die Streunutzung. So. Und dann eben war das so ein richtiger Trend und wurde eben auch politisch gefördert. Zwar hat die Forstverwaltung, jetzt muss man sagen, spätestens ab 1800 gab es eine Forstverwaltung und ab 1800 gab es auch so langsam, spätestens so ab 1800
1813 war es, glaube ich, oder 1812, gab es auch eine Forstwissenschaft, tatsächlich ist die erfunden worden. Und deren erste Forschungsergebnisse waren auch mehr oder weniger dann spätestens so gegen 1830, da hat man das weiterhin fröhlich betrieben und kein Schwein hat es interessiert, darauf hinzuweisen, was das eigentlich mit den Wäldern anrichtet, wenn man da dauernd die Streu rausholt. Und dass die Wälder dadurch furchtbar leiden und die Böden immer schlechter werden. Also das Thema Bodenfruchtbarkeit haben sich auch schon ein paar Leute Gedanken drum gemacht. Natürlich nicht nur auch im Bereich der Forstwissenschaft, sondern auch in anderen beginnenden Wissenschaftsgebieten, die da langsam mal so losgelegt haben, auch die Biologie und solche Bereiche. Also es ist nicht so, dass es gar keine Kritik an diesen Maßnahmen gegeben hätte, nur war es halt den Leuten mehr oder weniger egal und der Nutzen und die Notwendigkeit der Streunutzung hat den Schaden, den die anrichtet, ja, quasi nicht existent sein lassen. Das wollte man nicht sehen und hat einfach niemanden interessiert. Dass der Ruf der Wissenschaft, Streunutzung ist böse, ignoriert wurde, hängt natürlich auch damit zusammen, dass insbesondere so ein kleiner Landwirt keinen Schimmer von Wissenschaft gehabt hat. Entschuldigung, haben sie heute auch nicht besonders, aber zumindest so grob akzeptieren sie, dass es sowas gibt. Damals, das gab es quasi für die gar nicht. Ja, das ist völliger Mumpitz, wenn da irgendwo ein, wer auch immer, daherkommt und plötzlich, ohne jemals auf dem Acker gestanden zu sein, und das war ja oft so, dass die Wissenschaftler auch irgendwelche Söhne vom Adel gewesen sind, die Wissenschaftler, in Anführungszeichen, ja, aber nichtsdestotrotz schon erste wissenschaftliche Erkenntnisse, die ja auch richtig waren, zumindest die den Zusammenhang geliefert hatten. Das war so abstrakt, dass sich da keine Sau für interessiert hat. Und davon abgesehen, es ging ja gar nicht. Man musste Streunutzung betreiben, sonst wäre man schlicht und ergreifend verhungert. Das ganze Wirtschaftssystem war darauf ausgelegt, dass man weiterhin Streunutzung betreibt. Das ist so ein bisschen wie mit den fossilen Brennstoffen heutzutage. Ohne die jetzt von jetzt auf gleich könnte schwierig werden, ne? Und deswegen hat das keinen interessiert. Und die Regierung hat dann das auch eingesehen, auch wenn sie es den Wissenschaftlern teilweise durchaus geglaubt hat, weil da auch prominente Leute darunter waren, die gesagt haben, das kann so nicht weitergehen. Ja, aber was soll man machen? Das geht ja nicht anders. Und das Dilemma war also eben entsprechend groß und die Streunutzung wurde fröhlich weiter betrieben, hat weiterhin wirklich massiven Schaden am Waldboden angerichtet. Viele Schäden, die wir auch erst heute jetzt mit, was heißt heute, sagen wir es ab 30 Jahren oder sowas, fleißig am Kartieren sind. Da kann man wirklich ganz oft im Wald eben feststellen, oh, hier hat es diverse Folgen der Streunutzung gegeben. Auch hier, wo ich sitze, ne, das ist kein Zufall, hier hat es noch ein paar Jahre nach dem Krieg, also mindestens bis in die 50er Jahre hinein, weiterhin fröhlich Streunutzung gegeben. Ich weiß es, meine Großeltern, das weiß ich sogar noch von meiner Mutter, die ist teilweise auch noch mal mit, fleißig in den Wald sind und hier ordentlich Waldstreu zusammengerecht haben für daheim in der Kuhstall. Ne? Also gerade unten reinstreuen, damit die Kuh dann eben schön, dann kommt das auch entsprechend auf den Acker, gibt die dickere Kartoffeln. Also das hat man wirklich noch zu Lebzeiten meiner Mutter, die ist jetzt, was ist sie, 71, glaube ich, entsprechend hat es das noch gegeben. Ist schon bezeichnend. Nach dem Krieg war es ja auch dann wieder notwendig, weil man ja eben wieder nichts gehabt hat. Und dann war das natürlich noch eine willkommene zusätzliche Möglichkeit, die Äcker ein bisschen aufzuwerten, das Vieh, dem Vieh noch ein bisschen was Gutes zu tun. Ist dann aber natürlich auch aufgrund des Haber-Bosch-Verfahrens zum Herstellen von Kunstdünger langsam, aber sicher dann spätestens in den späten 50er Jahren des 20. Jahrhunderts ziemlich in Vergessenheit geraten. Aus heutiger Sicht wäre es ein großer Frevel und einfach nur doof, wenn man jetzt wieder auf die Idee kommen wollen würde, irgendwo Streunutzung zu betreiben. Hat es in dem Wald, wo ich jetzt hocke, viel Schaden angerichtet? Tatsächlich nicht, aber ich sitze hier auch auf Löss, beziehungsweise noch so Reste von Löss, Buntsandstein mit gewisser Löss-Überprägung. Wir sind jedoch weit genug weg von den großen Ballungsräumen, den großen Siedlungsräumen, dass man hier Lössboden unter Wald belassen hat. Normalerweise ist Löss ja einer der fruchtbarsten Böden, die wir in Deutschland so zu bieten haben. Und da war es nur eine Frage der Zeit, bis auf Löss früher oder später mal irgendwer gesiedelt hat, der da halt was Leckeres zu essen anbauen konnte, auch mit primitiven ackerbaulichen Methoden. Die Jungsteinzeit hat ihre landwirtschaftlichen Nutzflächen eigentlich nahezu nur auf Löss oder irgendwelche ehemaligen Auen
Auenböden oder sehr auennahe Böden, halt so wahnsinnig nährstoffreiche Böden, überhaupt nur da betrieben. Auch nur Lössböden sind mehr oder weniger mit ganz primitiven Flug und ganz primitivem Gerät bearbeitbar, weil die ohnehin relativ locker sind und auch einen lockeren, wenig Steine drin, alles gut zu bearbeiten. Ne? Da so ein Boden grundsätzlich auch für landwirtschaftlich taugen würde, ist er halt entsprechend fruchtbar. Und wenn man jetzt auf so einem Boden Streunutzung betreibt, auch wenn das mit Sicherheit auch hier ab 1850 regelmäßig betrieben worden ist, das geht noch. Aber Beispiel Lüneburger Heide, da geht's nicht. Und es gibt leider durchaus auch noch viele andere Beispiele, wo man in armen Kiefernstandorten die Streunutzung betrieben hat. Und man kann sich vielleicht, um die Brücke zu heute zu schlagen, inzwischen auch durchaus fragen, weshalb die Kiefernforste der Oberrheinebene, die gerade wahnsinnig gelitten haben, statistisch gesehen, also in Baden-Württemberg, die Wälder, die so mit am meisten abbekommen haben, vom Dürresommer 18/19, sind die Kiefernforste, insbesondere die in Stadtnähe, wo man früher mit Sicherheit auch wieder Streunutzung in gewissem Umfang betrieben haben wird, wo sich viele Försterkollegen jetzt inzwischen wirklich fragen, was soll ich da zum Geier noch hinpflanzen? Was soll denn da jetzt noch als Zukunftsbaumart durchgehen? Da sind die überfragt. In 200, 300 Jahren wird es Wissenschaftler geben, bin ich ziemlich davon überzeugt, die sich die Böden angucken, in der geschichtlichen Entwicklung der Böden Schichten finden, in denen sich kaum Nährstoffe befinden oder beziehungsweise bei denen wirklich nachweislich wahr ist, dass da irgendwas Interessantes passiert ist, dass da irgendeine schlimme Sache gewesen sein muss für den Boden und das wird die Streunutzung gewesen sein. Wir können das noch nicht so optisch sehen, weil es noch nicht lang genug her ist. Aber man findet zum Beispiel Böden, die mal landwirtschaftlich genutzt waren, dann später einen Wald wieder zugelassen wurde, also dass dann halt eben keiner sich mehr für interessiert hat, der Wald wieder hingewachsen ist und jetzt, wenn das lange genug her ist, zum Beispiel 100 Jahre, 150, irgend sowas um den Dreh, kann man dann im Boden einen sogenannten Flughorizont finden. Dass man also in einer sonst natürlichen Bodenentwicklung plötzlich ein paar Zentimeter seltsames Material findet, das nur durch Flügen eben entsprechend entstanden sein kann, inzwischen natürlich verdichtet, aber nichtsdestotrotz ein sogenannter Flughorizont. Und vielleicht wird es dann auch mal irgendwann einen Streunutzungshorizont geben, deutlich zu sehen bei den Bodenkundlern der Zukunft. Ich könnte es mir gut vorstellen, dass das eventuell sicherlich auf den ärmeren Standorten sichtbare Folgen hinterlassen haben könnte. Ja. Oder einfach die Porzellierung vorangetrieben, das wäre auch möglich. Aber wer weiß. So, ich lese noch mal nach, was ich vergessen habe. Ja, ganz wichtig, was ja auch vielleicht ein bisschen durchschimmern sollte, auch so als kleiner roter Faden, der im Hintergrund eine Rolle spielt bei diesen ganzen Themen, die wir hier ansprechen. Der Weg zur Fichtenwirtschaft, ne? Die ja dann immer, zumindest in Süddeutschland, die absolut dominierende Baumart geworden ist, ab tatsächlich auch so 1850 rum, grob, weil eben durch diese Streunutzung, durch den ständigen Nährstoffexport, das Wiederaufforsten irgendwann, gerade bei immer noch stattfindender Streunutzung, nur mit super, super anspruchslosen Baumarten möglich gewesen ist. Da hätte kein Eichenmischwald stehen können, weil ein Eichenmischwald andere Voraussetzungen an den Nährstoffgehalt des Bodens eben stellt, die nicht erfüllt gewesen sind. Das hat sich jetzt wieder wirklich massiv erholt. Ja? Und deswegen ist ja jetzt inzwischen auch wieder großflächiger Laubholzanbau in Deutschland, zumindest vom Boden her, möglich. Das ging sogar schneller, als der eine oder andere sicherlich erwartet hätte in Anbetracht der Ausmaße dieser Streunutzung. Aber nichtsdestotrotz, kurz darauf und während dieser Praxis hätte man gar keinen Laubwald hinpflanzen können auf vielen Standorten. Ja? Auch wenn es da mal Stimmen gab, ja, das mit den Fichtenmonokulturen ist vielleicht doch nicht nur gut. Das war eher so eine akademische Lautäußerung, so nach dem Motto, ja, im Grunde ist das nicht gut, aber geht, was anderes gehen tut trotzdem nicht. Ja? Unsere Vorväter mögen also irgendwo es nicht gewusst haben, was sie da anrichten, wenn sie Fichte in Reih und Glied pflanzen. Das mag sein. Teilweise mögen sie es vielleicht sogar geahnt haben, aber selbst wenn sie es genau gewusst hätten, hätten sie zumindest auf vielen Standorten keine andere Wahl gehabt. Fichte hat den Boden dann auch nicht unbedingt besser werden lassen, dass man Fichte gepflanzt hat. Allerdings
mit dem Aufhören der Streunutzung und den 60, 70 Jahrzehnten, die seitdem vergangen sind, haben doch die nicht ganz miserablen Böden inzwischen wieder einen Zustand erreicht, in dem eine Laubholzanpflanzung wieder möglich ist. Normales Laubholz, sprich eine Buche, eine Eiche, sowas. Ja, oder was noch anspruchsloseres. Auch ein Bergahorn wird auf den meisten Standorten potenziell jetzt langsam wieder gehen. Was nicht geht, ich erinnere an meine Reihe mit den Zukunftsbäumen, sind solche super wertvollen Bäume. Die sind nur nach wie vor auf super tollen Standorten möglich, wie Walnuss, Hybridnuss, Kirsche, das Zeug. Und da ist sicherlich auch mit die Streunutzung dran schuld, dass wir weniger Böden haben, auf denen wir quasi aus dem Föllen schöpfen können und die ganze Bandbreite der möglichen Baumarten wirklich ausschöpfen könnten, weil es an den Nährstoffen fehlt. Ja, das übrigens auch die Überwildung, also viel zu viele hohe Wildbestände, haben da auch noch entsprechend mit dazu beigetragen, dass die Situation nicht gerade besser geworden ist. Zusammen natürlich noch mit der Überweidung und selbstverständlich, das haben wir jetzt noch gar nicht erwähnt, aber dass das stattgefunden hat, muss ich auch niemandem erzählen, viel zu viel Holznutzung, dass man auch viel zu viel Brennholz und sonstiges Holz aus dem Wald geholt hat. Aber dazu kommen wir dann beim übernächsten Teil, denn der nächste ist dann tatsächlich die Zeidelweide. Das ist die Wildbienenzucht. Ja, ganz was Spezielles. Wusste ich ehrlich gesagt bis zur Recherche für diese Reihe kaum was drüber. Und mit dem Begriff hätte ich ehrlich gesagt auch nichts anfangen können. Aber das gibt es dann nächstes Mal und jetzt erstmal wieder Tschüss und ich gehe jetzt noch ein bisschen Streu sammeln.